Heute soll es etwas um dieses Buch gehen und welchen Einfluss das auf mein Portfolio hat, denn ich überlege mir jetzt, ob ich meine Strategie anpasse. Herzlich willkommen bei Value Investing 2050. Unter anderem um dieses Buch soll es heute gehen und auch das, was ihr auf dem Bildschirm seht. Und zwar zeige ich euch hier nochmal das Buch bei Amazon, ihr könnt es dort bestellen. Ich mache keinen Affiliate-Link, ihr findet das selber. Ich habe es jetzt gelesen und ich muss sagen, es hat schon etwas meine Ansicht ganz leicht zum Investieren geändert. Natürlich bleibe ich Value-Investor. Das hier, Dando-Investor, da geht es natürlich auch um Value-Investing. Der Herr Paprai Monish, wer den kennt, könnt ihr mal bei YouTube gucken. Der hat sehr interessante Videos, sehr interessante Ansichten, ist aktuell zum Beispiel stark in Alibaba investiert. Also dieses Buch hier kann ich sehr empfehlen. Es ist relativ einfach und verständlich und genau das ist ja das Gute daran. Und er zeigt hier eigentlich schon in der Kapitelbeschreibung, worum es geht. Invest in existing businesses, invest in simple businesses, invest in distressed businesses, in distressed Industries und so weiter. Also das alles sehr interessant. Dieses Buch kann ich wirklich stark empfehlen. Und was ich auch empfehlen kann, er empfiehlt das auch hier, ist die Seite Guru Focus. Dort könnt ihr zum Beispiel sehen, wer welches Portfolio hat, wer zuletzt welche Aktien gekauft habt. Und hier ist Monish Paprai auch dabei. Hier könnt ihr selber mal schauen, was er dort für ein Portfolio hat. Und wenn wir hier mal in das Cohen-Portfolio reinschauen, dann werden wir sehen, dass er einen großen Teil Alibaba hat. Alibaba macht hier bei ihm, jetzt müssen wir erstmal kurz die Werbung wegklicken, macht bei ihm 21% vom Portfolio aus. Und unter anderem er und Charlie Munger sind dafür, aber darum geht es ja heute nicht. Also die sind investiert in Alibaba. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch. Und welche Webseite er auch empfiehlt, und die kannte ich noch nicht, ist Magic Formula Investing. Da, das kommt eigentlich aus einem Buch, und zwar von Joel Greenblatt. Und der hat einfach hier Liste erstellt, beziehungsweise erstellt die hier. Ihr müsst euch nur einmal ein Profil erstellen, dann könnt ihr die Liste ansehen. Das machen wir gleich. Also Screen for Top Ranked Stock, und zwar seine Liste funktioniert so. Er sortiert einmal nach PE, also nach KGV. Das niedrigste steht oben in der Liste auf Platz 1, das höchste unten. Und er sortiert nochmal nach Return of Investment. Höchster Return of Investment steht ganz oben auf der 1, schlechtester ganz unten. Und beide Zahlen addiert er und macht da eine finale Liste draus. Das heißt, ganz oben stehen die Aktien mit einem niedrigen KGV und einem hohen Return of Investment. Und er sagt, kauf die einfach, warte ein Jahr und du wirst gut performen. Hier steht, glaube ich, irgendwo der Backtest. Wäre so gewesen, dass man deutlich den S&P 500 schlägt. Wie auch immer, wir schauen uns das oder können uns das hier mal anschauen. Mindest Market Cap Minimum sind 50 Millionen. Dann kann man sich 30 oder 50 Aktien ausgeben lassen. Ich habe das übrigens getan und habe mir die alle angeguckt. Hier sind bekannte und unbekannte Namen dabei. Habe mir alle mal im Schnelldurchlauf durchgeschaut. Und die einzige Aktie, die für mich interessant übrig geblieben ist, ist Perdoceo Education Corporation. Das ist, kurz gesagt, das sind eigentlich zwei private Universitäten in den USA, vorwiegend jetzt zu, ich glaube, 95% im Online-Unterricht, unter anderem durch Covid. Biden will das reglementieren und da gibt es eben ein paar Themen, aber ansonsten erstmal eine interessante Aktie, wo ich aber noch nicht sicher bin, ob das für mich was ist. Worum es hier bei Papai auch in dem Buch geht, ist, er sagt, sucht dir Aktien aus, die wirklich hohe Unsicherheit haben und geringes Risiko, wartet 2 bis 3 Jahre und in dem Zeitraum sollte sich ein guter Verkaufszeitpunkt dafür finden. Und das Ganze, also was er im Buch beschreibt, beziehungsweise diese einfache Herangehensweise, nicht zu sagen, ich investiere ein Leben lang oder ich möchte die Aktie ein Leben lang halten, weil durchschnittlich die Unternehmen in den USA, glaube ich, nur 40 Jahre überhaupt leben. Wir haben es in der Automobilindustrie damals gesehen, was es dort für, in den USA müsste man nachlesen, wie viele hunderte Autofirmen es dort gab. Das Gleiche haben wir heute wieder bei EVs. Wir haben das in der Luftfahrtbranche, wo es auch in den USA über wahrscheinlich 100 gab. Heute gibt es noch Boeing und Airbus als die großen westlichen. Also es ist einfach sehr schwer, dort die richtigen rauszupicken. Und deswegen ist dieser Ansatz beim Investieren einfach zu sagen,
Ich suche mir ganz stark Unterbewertete raus und wenn ich die dann wieder auf ungefähr Fair Value habe, aus meiner Sicht mit mindestens 50% Gewinn, dann verkaufe ich die. Und das fand ich doch sehr interessant. Ich bin ja jetzt aktuell unterwegs mit einer reinen Dividendenstrategie, also Value-Dividendenstrategie, wo ich sage, ich möchte jedes Jahr um 10% erhöhen, würde dann 2050 mal bei 35.000 Euro rauskommen. Das habe ich jetzt für mich ehrlich gesagt ein bisschen in Frage gestellt und ich kann euch mal zeigen, welche Idee ich jetzt habe zu meinem Gesamtportfolio. Also, ihr seht jetzt hier die Aktien, die ich heute in meinem Portfolio habe. Jetzt würde ich das als Pyramide sehen und aufteilen. Unten sind die sogenannten Brand Leader. Das heißt, entweder ich habe eine sehr starke Marke wie Coca-Cola, wie Lenovo, wie aus meiner Sicht Razer. Oder, beziehungsweise auch, ich bin Leader in meinem Segment, wie zum Beispiel Grifols, wie China Mobile, wie Ping An, wie auch Pfizer, wobei Pharma ist nochmal das Spezialthema. Und die würde ich gern bis 2050 halten. Und das ist einfach meine Basis an Aktien. Dort sind natürlich gern Zukäufe gesehen, beziehungsweise einfach nachinvestieren, wenn die Kurse es erlauben. Und der obere Teil, die würde ich einfach nennen 36. Das heißt, die würde ich maximal 36 Monate halten, so auch wie Parbright das macht. Und ich will mindestens 50% gewinnen, sonst verkaufe ich nicht. Da sind bei mir jetzt aktuell drin, wenn ich das so zuordne, Kiwi, Telefonica, Viatris, BP, Shell, Molson Coors. Und Cash ist dann nochmal ein seitlicher Topf. Da gehen natürlich Gewinne rein und da geht aber auch Cash raus für Investitionen, sowohl im oberen Teil der Pyramide als auch im unteren Teil. Das würde jetzt natürlich nicht ganz zu meiner Strategie passen, jährlich die Dividenden um 10% zu erhöhen. Denn sowohl oben als auch unten in der Pyramide spielen hier Dividenden kaum eine Rolle, wenn dann nur im unteren Teil. Also das sind Sachen, die mir jetzt hier aus dem Buch irgendwie entgegengeschlagen sind. Wer das schon gelesen hat von euch, den würde mich natürlich mal sehr interessieren, ob das Einfluss auf sein Portfolio, auf seine Strategie hatte. Was ich jetzt auf jeden Fall getan habe, ist, ich habe jetzt die BBVA verkauft. Ihr seht, ich habe hier gekauft für 2,39 €, habe jetzt für knapp 6 Euro verkauft, 127% Rendite. Und ich habe verkauft Wells Fargo, die habe ich zweimal gekauft, einmal für 29 Euro, dann für 23 Euro und jetzt verkauft für 43 Euro. Das ist eine Rendite von 52%. Die Haltedauer beträgt zwischen 400 und knapp 540 Tagen. Und zwar habe ich das jetzt einfach getan, weil das passt für mich hier in diese Denkweise rein, zu sagen, Wells Fargo und BBVA als Banken sind für mich nicht hier die Brandleader im unteren Teil der Pyramide, sondern die sind im oberen in der 36 und da habe ich jetzt den Gewinn realisiert. Das ist natürlich auch gut für die Gesamtjahresrendite, egal was jetzt noch an Börsen passiert. Okay, das war jetzt mal ein kurzes Update zu dem Buch, zu meinem Portfolio und wie genau sich jetzt die Strategie ändert oder vielleicht auch, wie es mit der Dividendenstrategie weitergeht. Da bleibe ich natürlich am Ball und ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.